Ja, willkommen alle Freunde meines Kanals und alle Interessenten an meiner Reihe Aufbau meiner Fenja-Fräse. Es ist jetzt doch schon eine ganze Weile her, dass ich ein Video vom Baufortschritt reingestellt habe. Da ging es um die Steuerung. Ja, es ging weiter, nur sehr langsam. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, Arbeit geht halt vor. Dann die Jahreszeit, Frühling und Sommer, das Wetter ist gut, Garten will gemacht werden, da geht halt auch Zeit drauf. Und sag mal, ein Aspekt natürlich Verkabelung zum einen, also die ganzen Stecker da zu löten und anzuschließen und besonders sag mal, die Einrichtung der eigentlichen Steuerung des Linux-CNCs, da habe ich doch einige Zeit gebraucht, mich da reinzufuchsen und das mal so zu konfigurieren, überhaupt zu verstehen, wie das tickt, dass ich da nicht direkt meine Fräse an die Wand fahre. Da wollte ich schon sicher gehen, dass es vernünftig funktioniert. Ja, zur Verkabelung vielleicht noch ganz kurz. Können wir uns mal kurz anschauen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen wackeln. Zum einen natürlich hier unten. Ups. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Da hinten, ein bisschen näher ran. Da hinten sind die ganzen Stecker jetzt drin. Die Kabel gehen oben, da hinten sieht man die Öffnung, die gehen da oben durch. Das sind die Leitungen zur Fräse. Auf der anderen Seite sind hier die Steckdosen. Da ist jetzt der PC angeschlossen, der da hinten steht. Und da die vier oberen sind ja die Steckdosen, die noch oder noch Zusatzverbraucher dran kommen. Da ist jetzt momentan noch nichts dran, ich habe noch nichts hier. Dann die Leitungen selber kommen hier an der Seite unten raus, gehen hier in so einen Mantel rein, hinten in eine Schleppkette bis oben an das Portal und dort dann eben entweder an den Motor, beziehungsweise da ist eine Box hinten noch für eine Verteilung der Signale und dann über eine weitere Schleppkette bis oben an die Y-Achse dran und dann noch in diesem etwas weniger eleganten Bogen oben an die Frässpindel. Das ist jetzt noch nicht endgültig, das habe ich jetzt einfach mal so festgemacht, dass die Leitung mal hält. Da ist auch der Anschluss an der Spindel noch nicht endgültig. Das sind diese Originalstecker, die da dran sind, die sind nicht so das Pralle. Aber den habe ich jetzt erstmal so übernommen, um da mal anzufangen. Da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was umbauen, aber das hat noch Zeit. Wie gesagt, angeschlossen ist alles. Die Endschalter sind angeschlossen, die Leitungen gehen runter. Hier hinten, da hinten ist eine Box. Da gehen die alle zusammen und gehen dann von dort über eine Leitung runter an die Steuerung. Die ganze Maschine ist geerdet. Eine Erdleitung ist hier oben. Das ist da so eine hier angeschraubt an der beweglichen Achse. Eine weitere sitzt da hinten am Portal und oben, habe ich nicht vorhin gezeigt, sieht man vielleicht schlecht, ja, man sieht es nicht so gut, hier hinten. Ups, da hinten geht eine ums Eck rum und ist von unten hier unten, unterhalb von dem Ding hier unten verschraubt. Also so dass quasi dieses Portal, also das feste oder die bewegliche Y-Wagen ist geerdet, die Platte selber für Z ist geerdet, das Portal ist geerdet und der ganze Unterbau hier. Hier hinten hängt auch noch eine Leitung, ist auch geerdet. Die gehen runter und werden unten zusammen an der Steuerung gebündelt. Und das habe ich auch durchgemessen. Ich habe ja so ein Prüfgerät, das hatte ich mal gezeigt. Und habe es mit 500 mA sowie mit 10 Ampere gemessen. Und bin also generell von den Punkten hier am Gerät, von der Z-Achse übers Portalwagen und hier unten die Basis, bis zum Stecker selber von der Steuerung unter 0,1 Ohm. Da denke ich, kann man zufrieden sein. Und auch mit 10 Ampere kriege ich diese Werte. Das heißt, die Erdung ist in Ordnung. Ja, insofern, wie gesagt, Aufbau komplett, Steuerung angeschlossen, Steuerung eingerichtet. Und da komme ich jetzt gleich noch dazu. So, ich habe jetzt die Kamera ein bisschen umpositioniert, den Monitor ein bisschen rüber geschwenkt, damit man es besser sieht. Linux CNC habe ich hier installiert. Basis ist ein Debian 9.
Es gibt eigentlich fertige Images für Linux CNC, die setzen aber großteils auf ein Debian Visi auf, also doch relativ alt. Das war mir dann doch ein wenig zu alt. Ich habe es eben getrennt installiert, also ein Debian 9 plus eben dann Linux CNC in der Version 2.9 mit einer etwas anderen Oberfläche. Ich habe nicht die Standardoberfläche Axis, sondern das Gmokapi. Das ist eine Oberfläche, die sich auch für Touchscreen-Bedienung eignet. Ich habe noch keinen Touchscreen, das überlege ich mir noch, ob ich mir den vielleicht irgendwie dann, was weiß ich, als zukünftiges Weihnachtsgeschenk irgendwann im Herbst noch holen. Das muss ich mal gucken. Ich will jetzt erstmal so mitarbeiten. Ich denke, zum Reinarbeiten ist ganz gut. Ich habe mich für die Oberfläche entschieden, da sie doch ein wenig, sag mal, moderner wirkt, als das doch etwas spröde Axis und eben doch ein paar mehr Informationen bietet und man kann recht einfach zusätzliche Panels einbinden. Ich habe da noch was drin, hat zum Teil historische Gründe, aber ich habe hier meine Buttons drauf für meine Verbraucher, die ich schalten kann, und hier kann ich Nullpunkte setzen. Die sind momentan ausgegraut, weil die Maschine ist momentan noch aus. Ich kann die jetzt einschalten. Und dann sieht man auch, dass hier diese Buttons dann angehen. Ich werde dazu auch zu dem Einrichten von dem Linux CNC auf Debian 9 und auch der Anpassung von meinem System, sowohl jetzt Linux CNC, was jetzt die Maschine angeht, als auch das Mocapi, dann auch nochmal Videos machen, weil ja, da musste ich doch einiges, war ich doch einiges am Suchen und mich reinfuchsen. Ich denke, das ist durchaus interessant, das mal zu zeigen. Das kommt dann noch. So ist sie jetzt erstmal für mich mal eingerichtet. Es funktioniert. Sie ist jetzt eingeschaltet. Das ist eigentlich auch ganz gut zu hören. Das ist der Lüfter unten. Da mache ich vielleicht auch noch eine Regelung rein. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich, wenn man fräst, nachher hört man es auch nicht mehr. Da spielt es auch keine Rolle. Man sieht jetzt, hier ist alles rot. Das Rot ist jetzt, deutet jetzt darauf hin, dass die Maschine nicht referenziert ist. Man könnte jetzt auch noch kein Programm starten. Das würde sie ablehnen, sagen, nein, ich muss referenziert werden, habe ich extra so eingestellt. Ich kann sie fahren, also fahren geht. Das kann ich mal kurz zeigen. Also ich kann da mal, also müssen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Maschine schwenken. Das machen wir kurz, gehen wir mal dahin. Ein Stückchen zurück. Dass man die mal sieht. Also, ich habe jetzt die Z-Achse mal ein Stückchen runtergefahren. Die Y-Achse steht so ein bisschen halb drin. Die X-Achse steht auch so ein bisschen drin. Mein Maschinen-Nullpunkt, der sitzt ganz dahinter. Also die Z-Achse ist oben und die anderen Achsen sind hinten rechts. Das ist mein Nullpunkt. Und da können wir mal hinfahren. Beziehungsweise wir referenzieren jetzt. Das Erste, was passiert ist, dass die Z-Achse hochfährt. Wenn das passiert ist, fahren die beiden anderen Achsen simultan. So, und sobald sie eben auf den Endschalter gefahren sind, fahren sie drauf, fahren wieder runter, bis sie den Endschalter verlassen und fahren dann noch einen Millimeter vom Endschalter weg, weil ich sicher gehen muss, ich hatte da mal andere Werte drin, wenn man den Nullpunkt quasi auf das unmittelbar Wegfahren vom Endschalter setzt, wird es schwierig. Da kann es sein, dass er dann beim Fahren wird ja auf den Endschalter fährt und dann schaltet die Maschine sofort ab, weil er sagt, ich habe meinen Limit-Switch erreicht. Also die Schalter sind so verschaltet, dass sie eben Referenzschalter und Limit-Switch sind, und dann muss man aufpassen, dass man eigentlich immer von dem weg bleibt. So, wenn man aber davon weg bleibt, dann ist das alles wunderbar, dann funktioniert das auch gut. Das heißt, ich kann jetzt, ich da jetzt auch einigermaßen in Fokus, ja genau, ich kann jetzt mit der Maschine fahren. Ich habe jetzt als, wie sagt man, Positionsgeschwindigkeit, also die Fahrgeschwindigkeit, Maximumgeschwindigkeit, 8 Meter pro Minute eingestellt. Und da funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Oder die Y-Achse. Und mit Z geht das auch. Und wie man sieht, ich kann auch nicht an die Kante fahren damit. Also wenn ich nach oben fahre hier mit Z, das Ding stoppt mir dann rechtzeitig vorher und ist wieder bei obersten Punkt, genauso nach unten. Ich habe einen Maximalfahrweg eingetragen, der liegt bei 200 mm.
und da stoppt die Maschine. Das heißt, ich kann, das ist im Prinzip ein Soft-Limit, wenn die Maschine referenziert ist, ab da hält sie diese Grenzen, die im Programm eingestellt sind, das habe ich vorher ausgemessen, hält sie die Grenzen ein. Und da liege ich momentan eben bei Z bei 200 mm, was ich fahren kann. Bei Y bin ich bei 540 mm und bei X bin ich bei 1022 mm. Also knapp über einen Meter. Das reicht wunderbar. So wollte ich es haben und ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Jo, also so weit bin ich jetzt schon mal gekommen. Wie gesagt, ich kann fahren. Ich kann auch meine Verbraucher schalten. Ich kann Nullpunkte setzen. Das klappt eigentlich sehr gut. Was ich auch noch gemacht habe, das habe ich im Internet mal gefunden. Dazu stelle ich die Kamera mal kurz um. Schwenk ein wenig nach unten. Und zwar gibt es, bei Amazon kann man die finden, aber auch sonst wo, auch in China. Es gibt solche USB. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich die mal scharf bekomme. Moment. Dann machen wir mal Folgendes, ich nehme mal die Kamera kurz ab. So, es gibt diese Handsteuerungen, die kann man relativ günstig erwerben, also 80 Euro gibt es die auch, und zum Teil schon billiger. Ich habe die Variante mit für vier Achsen gekauft, vier Achsen, die sich hier einstellen lassen, wo man eben dann bewegen kann, und mit USB, also mit einem langen USB-Kabel, da sind 5 Meter Kabel dran, das ist so ein geflochtenes Kabel, das wirkt eigentlich recht gut, recht hochwertig. Und ja, mit dem Teil, das habe ich jetzt eingebunden, da gibt es für Linux 10c in der Version 2.9 bereits einen fertigen Treiber, mit dem man, ich hoffe, das geht einigermaßen, mit dem man die Fräse dann steuern kann. Im Display oben sind auch die Koordinaten drin und hier links kann ich die Achse wählen. Ups, jetzt muss ich noch einen Knopf drücken. So. Und jetzt kann ich hier drehen und kann hier die X-Achse fahren, eins weiter, kann ich die Y-Achse fahren und noch eins weiter fährt die Z-Achse. Und ich kann auch hier die Geschwindigkeit verändern, in der sich die Achse bewegt. Ja, also ich kann sehr, sehr langsam auch fahren. Mal hier auf, ja, sieht man wahrscheinlich kaum, wie sie sich bewegt. Wir können mal die Y-Achse nehmen. Sieht man wahrscheinlich ganz schlecht. Gehen wir ein bisschen schneller. Dann sieht man, wie sie da rüber geht. Da muss ich schon ganz ordentlich kurbeln jetzt in der Stufe. Und wenn ich hier rüber gehe auf die Maximal, dann wird es auch relativ flott. Und auch hier werden natürlich die Grenzen eingehalten. Also ich kann nicht über die Maschinengrenzen rausfahren. So, und dann gibt es halt noch so ein paar andere Buttons. Also ich kann auch hier die Maschine komplett abschalten. Ich kann sie wieder einschalten. Es gibt noch so Zusatztasten, wo man auch ein Homing wieder machen kann. Oder man kann die auch, da wo hier Makro draufsteht, da kann man die Tasten, das was hier blau ist, kann man auch komplett eigene Funktionen drauflegen. Ich habe zum Beispiel hier mit Makro 1 bis 4 habe ich meine Verbraucher dranhängen, wo ich dann schalten kann. Also meine Relais, die kann ich darüber steuern. Und fand ich das eigentlich relativ cool. Da ist alles drauf, was man braucht, auch mit Display, dann muss ich mir nichts selber bauen. Die Einbindung war zugegebenerweise etwas tricky, da habe ich ein bisschen basteln müssen, bis das alles so funktioniert hat, wie es sein soll. Aber jetzt sieht es schon ganz gut aus und ja, da werde ich auch, sagen wir, denke ich mal, im Verlauf der Nutzung wahrscheinlich die eine oder andere Änderung oder Anpassung noch machen, was jetzt die Makros oder Tasten angeht. Also da gibt es hier auch eine Spindelkammer einschalten, es gibt Z-Probe hier unten, das muss ich noch programmieren, aber ich denke, das kommt dann mit der Zeit. So, die Basisfunktionen waren eigentlich am wichtigsten, dass man fahren kann, und eben auch die Koordinaten werden da hier angezeigt, das ist schon sehr praktisch. Ja, soweit mal der aktuelle Stand, und ja, da wird es dann auch mit Sicherheit nicht allzu ferner Zukunft so ein weiteres Video geben, dann wo es um Linux 10c geht. Da werde ich das mal genauer zeigen. Und natürlich, auch dann, irgendwann wird auch dann gespannt. Also ich muss ja, das nächste, was ja kommt, jetzt wo alles läuft, ist ja, dass hier in diese Arbeitsplatte
die Bohrungen rein müssen für die Spannbratzen, das für die Aufspannung, ja, wieder im 5 cm Raster mit da kommen solche Einschlagmuttern rein, also da werden wahrscheinlich 8 mm Durchmesser Löcher reinkommen und Vertiefungen auf der anderen Seite, also ich werde die Platte rumdrehen, ja, wobei muss ich noch gucken, es kann auch sein, ich tue sie von hier fräsen erstmal und drehe sie dann um und fräse dann von der anderen Seite die Taschen. Das muss ich aber noch gucken. Aber erstmal werde ich sowieso gucken, ob die Maschine soweit genau ist, also dass die Abstände stimmen, wenn ich da 10 mm fahre, dass ich auch 10 mm wirklich sie sich bewegt. Das habe ich noch nicht gemessen. Ich gehe davon aus, es stimmt, aber ich werde es natürlich noch überprüfen. So, das mal erstmal dazu.